Big Fish Games. Elwar Spiele. Elwar Fridays Games. Great. We're just in time. Dad sent us tickets for this train, and he wrote a note that we should leave immediately. I still can't believe that we had to put off our wedding for this trip. And I already got you a gift. Just a little souvenir. A phoenix. They say it brings good luck. Ah, thank you, sweetie. Don't worry. We'll visit my dad and come right back. Everything will be fine. It's time to go. The train is leaving. Tja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Wimmelbildspiel Darkstrokes, die Sünden der Väter. Und tja, Grim Tales 2 musste ich leider unterbrechen, weil ich habe da diesen Bug. Naja, wisst ihr ja, diesen Bug da mit diesem komischen Gezuppel bei der Blume, dass man da nicht haken kann. Und das Problem ist, ich habe übrigens einen Hustenbonbon drin, wenn ich mich gerade komisch anhöre. Hier, Hustenbonbon, ne? Nur um das mal zu demonstrieren, habe ich mich gerade mal dran verschluckt. Fängt ja super an, ein super Auftakt heute. Und ich muss dazu sagen, ich habe gerade schon 2 Stunden Darkstrokes aufgenommen und er hat die Webcam nicht richtig aufgenommen. Dann ist die Platte vollgelaufen und so weiter und so fort. Ich musste alles nochmal löschen. Ich fange hier also nochmal von vorne an. Ich kenne die Rätsel schon. Die Wimmelbildspiele habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Also lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, ich kriege das wieder so elegant hin wie vorhin. 2,5 Stunden einfach weg und jetzt wieder neu anfangen. Es ist 4 Uhr morgens, Alter. Und vor allen Dingen, ich muss ja aufnehmen im Akkord für den Urlaub und so. Egal. Jedenfalls, Grim Tales 2... kam man nicht weiter wegen eines Bugs, den auch viele andere Spieler haben und so weiter. Soll wohl ein sehr bug-durchtriebenes Game sein. Wir hatten froh, dass wir so weit gekommen sind. Tja, kannst du nichts machen. Ich hatte keine Lust, das alles nochmal neu zu spielen bis dahin und dann vielleicht wieder nicht weiterzukommen. Das ist nämlich vielen anderen auch passiert. Deswegen an dieser Stelle Darkstrokes, die Sünden der Väter. Und wir spielen natürlich im Expertenmodus. Und das Spiel, ich habe das ja schon, wie gesagt, 2,5 Stunden gespielt. Es ist wirklich... ist wirklich das beste Wimmelbildspiel, ohne Ironie, sondern ist wirklich das beste Wimmelbildspiel, was ich jetzt gespielt habe. Auch das aufwendigste. Also, viel Spaß. Ich bin sehr gespannt. Achso, und eine Sache noch. da spielt jemand mit in diesem Wimmelbildspiel, den habt ihr schon gesehen im Intro, der uns vielleicht sehr bekannt vorkommt. Ich nenne ihn vielleicht einfach mal Waldemar Rammel. Das ist hier so der... Mr. Grey-Grey-Ersatz. Ich musste so lachen einfach. Ich seht da gleich nochmal. Okay. Ethan, wann hat dein Vater gesagt, können wir die Schatulle öffnen, die er uns geschickt hat? Bitte lies den Brief noch einmal. So, aber natürlich. Das machen wir noch glatt. Das hier ist eine Art Tutorial. Klicke hier, um den Brief deines Vaters zu lesen. Wie gesagt, ist sehr aufwendig gemacht. Hier ist quasi der Brief. Hier ist noch eine Schatulle und so weiter und so fort. Man kann sich hier so ein bisschen umgucken. Ich wurde gerade... Die hat mich doch gerade angeguckt. Das habe ich doch gesehen. Ich guck mal weg. Oh, und jetzt wird... Ach Mann, jetzt wird das TV-Gerät noch... Heute ist echt der Wurm drin. Jetzt wurde das TV-Gerät fast automatisch ausgeschaltet. So, ich klicke mal auf den Brief. Lieber Ethan. Lieber Ethan. Nee, oder lieber Waldemar. Hier haben wir übrigens Waldemar Rammel. In Großaufnahme, Alter, das ist unfassbar. Ich musste so lachen. Dieses Foto wurde vor fast 2 Jahren aufgenommen, als meinem Vater das Richteramt in Cedar Falls angeboten wurde. Sportsfreunde. Das sind die volle Ladung Action. So. Okay, ja, das weiß ich ja. So. Lieber Waldemar, bitte komm so schnell du kannst nach Cedar Falls. Ich habe 2 Zugfahrkarten beigelegt. Eine für dich und eine für Claire. Ich schicke dir auch noch eine Schatulle mit einem sehr speziellen Inhalt. Öffne sie nicht, bis du total abgefahren bist. Alles Liebe und Gute, dein Vater. PS, ich habe auch ein Foto für Eclair beigefügt.
Es wird ihr helfen, sich an mich zu erinnern. Unterschrift. So, das sind Waldemar und sein Vater. Mit einigen... Die hat schon wieder geguckt. Alter, die beobachtet uns heimlich ab und zu mal. Und manchmal kippt die nach vorne. Ich klick die mal an. Hier aufs Stupsnäschen. Blöd. Oh. Vielleicht hier aufs Stupsnäschen. Blöd. Das scheint aber nicht zu klappen. Da passiert nichts. Mit einigen Objekten kannst du interagieren. Klicke auf die Schatulle, um sie dir näher anzusehen. Ja, Freunde. Auch hier haben wir wieder lustige Schlösser mit Formen. Ich muss eine kleine Schildkröte in die Vertiefung auf den Deckel setzen, um sie zu öffnen. Okay. Ich habe die Schildkröte in unserem Koffer getan. Hier ist der Schlüssel. Versuche ihn zu finden. Hier ist der Schlüssel. Versuche ihn zu finden. Der Schlüssel ist da. Ich brauche den nicht suchen, Mädchen. Warum soll ich versuchen, ihn zu finden? Ich nehme ihn einfach. Du hast Folgendes gefunden. Schlüssel. Wow, das war da... Boah. War ein bisschen überfordert jetzt. So, mit dem Schlüssel können wir jetzt den Koffer öffnen da oben. Der Koffer ist verschlossen. Benutze den Schlüssel, um ihn zu öffnen. Natürlich. So. Klicke auf das funkelnde Fläche. Ich fange auch schon so an. Klicke auf die funkelnde... Klinke. Klicke auf die funkelnde Fläche. Das blaue Auge zeigt an, dass du eine Wimmelbildszene gefunden hast. Juhu, Wimmelbilder. Also ist schon sehr aufwendig gemacht. Finde die unten aufgelisteten Objekte und dann klicke sie... Klicke auf sie, um sie einzusammeln. Wie zum Beispiel hier die Filmrolle. Hui. Ist schon echt schön gemacht, kann man nicht anders sagen. Klicke auf den Tipp, wenn du nicht weiter weißt. Hui. Eine alte Biene. Hui. So, Pinsel brauchen wir. Hier haben wir die Schildkröte auch direkt. Sicherheitsnadeln, 3 Stück. Einen Fisch brauchen wir auch. Sicherheitsnadel, hier brauchen wir eine 6. Da haben wir die 6. Na, super. Was brauchen wir eigentlich noch alles? Sicherheitsnadel und Spinne. Wo war denn die Spinne? Da oben war die Spinne. Wo war die andere Sicherheitsnadel? Das weiß ich gar nicht mehr. Schmetterlinge brauchen wir auch 3 Stück. Davon haben wir hier noch einen Schmetterling. Haben wir noch irgendwo einen Schmetterling? Da ist noch ein Schmetterling. Da ist die Sicherheitsnadel. Einen Wurm brauchen wir. Dazu schneiden wir den Apfel in 2 Hälften. Das ist auch sehr schön hier, dass man Gegenstände wiederum oder halt in Wimmelbildern Sachen kombinieren muss, um andere Gegenstände zu finden. Wie zum Beispiel... Einen alten Wurm, den wir aus dem Apfel ziehen. Warum? Verstehe ich nicht. Da sind die Münzen drin und die 2 hier. Das ging relativ flott. Du hast Folgendes gefunden. Schildkröte. Die guckt schon wieder. Mäh. Mäh. So. Was hat die gesagt? Bitte öffne das Kästchen. Ich sterbe vor Neugier, was darin ist. So, das Leder auf den Sofas ist verblasst. Dieser Zug muss alt sein. Ich finde den voll schön, den Zug. Mein Vater hat uns Tickets für die 1. Klasse geschickt. Selbst die Vorhänge sind hier aus Samt. Aha. Das ist ein ziemlich breites Band. Ich kann es nicht mit meinen Hühnerärmchen zerreißen. Okay, das kennen wir ja. Ein Saufen geht nicht. Nichts als Wald, soweit das Auge reicht. Die Stadt, zu der wir unterwegs sind, liegt tief in den Bergen. Also wird es eine lange Reise werden. Servicepersonal hier kontaktieren. Oh nein, wir können den Schaffner nicht kontaktieren, wenn wir seine Hilfe brauchen. Ich dachte, Servicepersonal, ich dachte, da kann ich jetzt mal eine Cola bestellen oder... Wo guckt die denn? Ah, die ist voll psycho, die guckt voll in die Leere, dann guckt sie uns wieder an. Macht mir ein bisschen Angst. So, wir öffnen mal hier die Schatulle. Ein wunderschönes Geräusch einfach. Eine Porzellanfigur. Warum sollte mein Vater mir so etwas senden? Sie sieht aus wie Eclair.
Was war da denn los? Ich habe Angst, Ethan. Waldemar, bitte ruf den Schaffner. Vielleicht weiß er, was hier vor sich geht. Das ist dein Journal. Alle wichtigen Informationen werden automatisch darin festgehalten. Ah ja. Mein Name ist Waldemar Rammel und ich bin das Äquivalent zu Grey Grey. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Rachsucht, die alles in ihrem Weg zerstört und von Liebe, die stärker ist als alles, alles andere. Vor einem Jahr traf ich meine Braut Eclair. Wir wollten im Herbst heiraten und es schien, als könnte uns nichts unsere große Freude verderben. Aber das Schicksal hatte andere Pläne. Mein Vater, der höchste Richter in Cedar Falls, schickte mir einen Brief, in dem er mich bat, so schnell wie möglich zu kommen. Er hat sogar 2 Zugtickets mitgeschickt. 1 für mich und 1 für mich, dass ich Eclair gegen ein paar Gefälligkeiten überlassen habe. Ich habe meine zukünftige Braut Eclair vor einem Jahr getroffen. Eclair und ich saßen in unserer Zugkabine und schauten dem Wald zu, wie er vorbeirauschte, was nicht stimmt, weil sie ein Buch las. Wir wollten im Herbst heiraten und es schien, als ob nichts unser Glück trüben könnte. Ah ja. So, wie schließe ich das? Ach, da. Ethan! Waldemar, bitte ruf den Schaffner! Ja, gleich. Huch! Verwende die linke Maustaste, um die Objekte aus dem Weg zu räumen. Finde die Schere! Das ist ja noch recht easy, so ein Minispiel, wo man Objekte verschiebt, um die Schere zu finden. Schöne Schere. Du hast Folgendes gefunden. Schere. So, Schaffner rufen geht ja eh nicht. Ich brauche etwas, das ich als Hebel benutzen kann. Sonst können wir hier nichts machen, aber mit der Schere können wir natürlich das Ding hier aufschneiden. Schnippidi schnipp schnapp, schnippidi schnipp, schnippidi schnipp schnapp, schnippidi schnipp, schnippidi schnipp schnapp. So, und dann nehmen wir die Nadel raus. Und die stecken wir dann natürlich hier hinein. Und jetzt rufen wir den Schaffner und alles wird wieder gut. Ja, also für ein Wimmelbildspiel zum Glück überhaupt nicht aufwendig oder so, so gar nicht. Bist du in Ordnung, Claire? Eclair? Ich kann nicht glauben, dass wir überlebt haben und sonst niemand. Wir sind einfach so awesome. Und hier schon wieder bin ich schon wieder aus dem Spiel rausgeflogen. Ist mir letztes Mal auch schon passiert. Genau an dieser Stelle bin ich dann zufällig aus dem Spiel rausgeflogen. Ihr habt das Blackscreen gesehen, aber ich habe weiter aufgenommen einfach. So. Ich kann nicht glauben, dass wir überlebt haben, lalala, wir sind so awesome. Mir geht es gut, obwohl ich mich in diesen Fischernetzen verfangen habe. Bitte befreie mich doch endlich.